Diese Präsentation bietet einen Einblick in die humanistische Persönlichkeitstheorie von Carl Rogers. Rogers' Persönlichkeitstheorie entwickelte sich aus seiner Arbeit als klinischer Psychologe und als Ableger seiner Theorie zur klientenzentrierten Psychotherapie. Rogers' Ansatz zum Studium von Menschen ist phänomenologisch und ideografisch. Er betrachtete menschliches Verhalten als vorzugsweise rational. Seiner Meinung nach ist der Kern der menschlichen Natur im Wesentlichen positiv und er, sie, ist grundsätzlich ein vertrauenswürdiges Lebewesen. Diese Überzeugungen spiegeln sich in der Persönlichkeitstheorie wider. Rogers behauptet, dass der menschliche Organismus eine zugrunde liegende Aktualisierungstendenz besitzt, die darauf abzielt, alle Fähigkeiten auf eine Weise zu entwickeln, die den Organismus erhält oder verbessert und ihn in Richtung Autonomie bewegt. Diese Tendenz ist gerichtet, konstruktiv und in allen Lebewesen gegenwärtig. Die Aktualisierungstendenz kann unterdrückt, aber niemals ohne die Zerstörung des Organismus vernichtet werden. Das Konzept der Aktualisierungstendenz ist die einzige Antriebskraft in der Theorie. Es umfasst alle Motivationen, Spannungs-, Bedarfs- oder Antriebsreduzierungen sowie kreative wie auch vergnügensuchende Bestrebungen. Nur der Organismus als Ganzes hat die Verwirklichungs- oder Aktualisierungstendenz. Teile davon, wie das Selbst, nicht. Jede Person hat somit ein grundlegendes Mandat, ihr Potenzial zu entfalten. Das phänomenologische Feld des Menschen umfasst alle zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbaren Erfahrungen, sowohl bewusst als auch unbewusst. Wenn Entwicklung stattfindet, wird ein Teil dieses Feldes differenziert und damit zum Selbst der Person. Das Selbst ist ein zentrales Konstrukt in dieser Theorie. Es entwickelt sich durch Interaktion mit anderen und beinhaltet Bewusstsein für das Wesen und die Funktionen. Das Selbstkonzept ist die organisierte Menge von Eigenschaften, die das Individuum als etwas Eigenes empfindet. Es basiert weitgehend auf den sozialen Bewertungen, die das Individuum erlebt hat. Eine differenziert psychologische Form der auf das Selbst bezogenen Aktualisierungstendenz ist die Selbstverwirklichungstendenz. Sie beinhaltet die Aktualisierung des Teils der Erfahrung, der im Selbst abgebildet wird. Hierbei kann es ein Anstoß sein, wenn das Selbst in der bewussten Betrachtung mit dem übereinstimmt, was man ist. Sekundäre Bedürfnisse nach positiver Wertschätzung durch andere sowie positive Selbstbetrachtung sind eng verbunden mit der Entwicklung des Selbstkonzepts und der Selbstverwirklichung. Vermutlich werden die Grundsteine der Bedürfnisse bereits in der Kindheit gelegt. In diesem Kontext führt das zu einer Bevorzugung des Verhaltens, welches mit dem Selbstkonzept der Person übereinstimmt. Gesunde Personen sind Individuen, die Erfahrungen in ihre Selbststruktur assimilieren können, was uns zum Begriff der Kongruenz führt. Unser reales Selbst beinhaltet den Einfluss unseres Körperbildes an sich. Es wird von der Aktualisierungstendenz initiiert, generiert Lebenswerte und benötigt positive Wertschätzung und Selbstachtung. Der Mensch wird dann erfolgreich, wenn alles gut für sie weitergeht. Unser Selbstverständnis wirkt sich also unmittelbar darauf aus, wie wir uns in der Welt fühlen, denken und handeln. Das ideale Selbst repräsentiert unsere Bestrebungen, um unsere Ziele oder Ideale zu erreichen. Wir entwickeln ein ideales Selbst, weil die Gesellschaft von unserer Aktualisierungstendenz abweicht. Wir sind gezwungen, mit Wertbedingungen zu leben, die nicht mit unseren Lebenswerten übereinstimmen und erhalten nur bedingte positive Wertschätzung und Selbstachtung. Der schattierte Bereich repräsentiert die Kongruenz zwischen realem Selbst und idealem Selbst. Mit bedingungsloser positiver Wertschätzung enthält das Selbstkonzept keine wertenden Bedingungen. Es besteht Kongruenz zwischen dem realen Selbst und der Erfahrung. Die Person ist psychologisch gesund. Laut Rogers werden die Personen, die in der Lage sind, sich selbst zu verwirklichen, als voll funktionierend bezeichnet.
Je näher sich das reale Selbst und das ideale Selbst der Person sind, desto kongruenter oder konsistenter ist die Person und desto höher ist deren Selbstwertgefühl. Inkongruente Verhaltensweisen ergeben sich aus den Divergenzen oder Unvereinbarkeiten in den Wertverhältnissen des realen und idealen Selbst. Dabei werden die Wertverhältnisse entweder durch das Bewusstsein verweigert oder völlig entstellt. Inkongruente Verhaltensweisen ergeben sich aus den Divergenzen oder Unvereinbarkeiten in den Werteverhältnissen des realen und idealen Selbst. Dabei werden die Werteverhältnisse entweder durch das Bewusstsein verweigert oder völlig entstellt. Die Inkongruenz des Erlebten weist auf eine grundlegende Inkonsistenz im Selbst hin. Wie lösen wir die Inkongruenz? Nachdem der Klient erkennt, dass er sie für all seine Handlungen verantwortlich ist und nicht der Coach, muss er sie alle problematischen Fragen untersuchen, die seine bzw. ihre Unstimmigkeiten zwischen realem Selbst und idealem Selbst verursachen. Der vielversprechendste Weg ist eine unterstützte Selbstexploration, begleitet vom Transition Coach, der die non-direktive Gesprächsmethode anwendet. Selbstexploration bedeutet in diesem Kontext, dass die Klientin ihre eigenen Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen und Motivationen betrachten und fragen, warum. Mit dieser Methode suchen die Klienten nach den Wurzeln dessen, wer sie sind und nach Antworten auf all die Fragen über sich selbst. Mehr als Empfehlung, denn als Gesetz gedacht, beschreibt Rogers eine voll funktionsfähige, psychologisch gesunde Person anhand von 5 Indikatoren. Offenheit für Erfahrung. Dies ist das Gegenteil von Abwehr. Es ist die genaue Wahrnehmung der eigenen Erfahrungen in der Welt, einschließlich der eigenen Gefühle. Es bedeutet auch, die Realität akzeptieren zu können, einschließlich der eigenen Gefühle. Gefühle sind deswegen ein wichtiger Teil der Offenheit, weil sie Lebenswerte vermitteln. Wer seinen Gefühlen gegenüber nicht offen sein kann, kann auch nicht für die eigene Verwirklichung offen sein. Der schwierigste Teil dabei ist, natürliche, echte Gefühle von den Ängsten, die durch die Wertebedingungen entstehen, zu unterscheiden. Bewusstes Leben. Das bedeutet Leben im Hier und Jetzt. Rogers besteht darauf, dass wir als Teil des Kontakts mit der Realität nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben. Das eine ist vergangen und das andere ist noch nicht geschehen. Die Gegenwart ist die einzige Realität, die wir haben. Wohlgemerkt heißt das nicht, dass wir uns nicht an unsere Vergangenheit erinnern und von ihr lernen sollten. Es bedeutet auch nicht, dass wir die Zukunft nicht planen oder gar träumen sollten. Erkenne diese Dinge einfach als das, was sie sind, Erinnerungen und Träume, die wir hier in der Gegenwart erleben. Selbstvertrauen. Wir sollten uns von dem Prozess, der unsere Lebenswerte entwickelt, leiten lassen. Wir sollten uns selbst vertrauen, tun, was sich richtig anfühlt und was natürlich ist. Dies ist zu einem wichtigen Punkt in Rogers Theorie geworden. Rogers meint dazu, Vertrauen in das reale Selbst bedeutet, dass nur wir dann wissen können, was unser reales Selbst zu sagen hat, wenn wir offen dafür sind, existenziell Erfahrungen zu sammeln und zu leben. Mit anderen Worten, Selbstvertrauen setzt voraus, dass wir in Kontakt mit der Tendenz zur Selbstverwirklichung sind. Experimentelle Freiheit. Rogers war der Meinung, es sei irrelevant, ob die Menschen wirklich freien Willen hätten oder nicht. Wir fühlen uns so, als hätten wir einen freien Willen. Das heißt natürlich nicht, dass wir überhaupt frei sind. Wir sind von einem deterministischen Universum umgeben, was bedeutet, dass soweit ich auch die Arme spreize, ich nicht wie Superman fliegen kann. Es bedeutet vielmehr, dass wir uns frei fühlen, weil uns Entscheidungen zur Verfügung stehen. Rogers sagt, dass die voll funktionsfähige Person dieses Gefühl der Freiheit anerkennt und Verantwortung für seine Entscheidungen übernimmt. Kreativität. Wenn Sie sich frei und verantwortlich fühlen, werden Sie entsprechend handeln und der Welt. Kreativität.
Wenn sie sich frei und verantwortlich fühlen, werden sie entsprechend handeln und an der Welt teilhaben. Ein voll funktionsfähiger Mensch, der mit seiner Verwirklichung in Verbindung steht, wird sich seiner Natur nach verpflichtet fühlen, sogar zur Verwirklichung anderer beizutragen. Dies kann durch Kreativität in den Künsten oder Wissenschaften, durch soziale Belange und elterliche Liebe geschehen oder einfach dadurch, dass man sein Bestes im Job gibt.